Und damit, hallo Freunde, herzlich willkommen im mittlerweile 33. Teil von unserem Let's Play Phoenix Wright. Dadurch, dass wir so eine wunderschöne runde Zahl haben, hier muss ich auch noch aufstoßen, um Gottes Willen. Ruhe da drüben auf den Plätzen. Haben der Kelvin und ich, kann man jetzt nicht sagen, mehr oder weniger, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, was auch heute Nacht total spontan sich irgendwie ergeben hat. Nämlich, wir haben einen zusätzlichen Kommentator, eine Kommentatorin, muss man jetzt schon fast sagen. Ihr kennt sie alle, ihr liebt sie alle, ihr habt sie mit Sicherheit schon irgendwo mal gesehen auf irgendeinem roten Teppich. Und zwar, es ist die Caroline. Hallo. 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 Ja, stell dich mal vor, wer bist du, wo kommst du hin, wo willst du hin? Wo ich hinkomme? Ja. Also, ich komme her aus München. Ja, das hört man. Okay. Und ich schaue vorzugsweise Let's Plays erstmal an. Das ist mein erstes Let's Play, bei dem ich jetzt aktiv mitmache. Und ja, ich freue mich schon total drauf. Ja. Ich auch. Vielleicht kannst du noch sagen, wenn die ganzen Fans, die jetzt natürlich auch zuschauen, natürlich direkt mehr über dich wissen wollen, wo sollen die hingehen? Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, aber ich lade selber keine Videos hoch. Das ist egal. Ja, komm, mach Werbung! Mein Kanal heißt Caroline Balz, zusammengeschrieben, und wie schon gesagt, ich lade nicht selber was hoch, aber ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Natürlich machen die das alle. Und für die Leute, die das auf jeden Fall machen wollen und denen das jetzt alles so schnell gehen, alles kommt dann natürlich in die Kommentatoren, in die Kommentare unter dem Video. So, also wie gesagt, jetzt mit der Caroline ist es sehr schön für meine Stimme und auch besonders die von Kelvin. Für mich, ja. Weil wir haben jetzt eine Dame, die natürlich dann auch die Damen in diesem Spiel sprechen kann. Alle. So. Ich würde aber vorschlagen, dass einfach, weil das auch die Zuschauer mittlerweile so gewohnt sein dürften, die Stimmen, die ihr bisher gesprochen habt, auch weiter so behalten. Penny und die Wachfrau. Ja, du, so lange dürfte der Fall jetzt auch nicht mehr dauern, wenn schon dort steht, dass er es beweisen kann. Tja, Kelvin, schade. Na, schauen wir mal, wir müssen ja auch irgendwo Stellen für dich haben. Also, dann machen wir mal weiter. Also, wir sind im letzten Teil stehen geblieben. Ich kann beweisen, dass der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war. So, Kelvin, wie können wir das beweisen? Tja, entweder mit dem Speer selber oder... Weil er gebrochen war, ne? Denke ich auch. Probieren wir es mal. Ich lege meinen Beweis vor. Die sogenannte Mordwaffe. Ja, aber das ist die Mordwaffe. Nein, nicht so schnell. Erinnern Sie sich daran, dass dieser Speer bei der Probe der Action-Szene am Morgen brach? Aber irgendjemand hat den Speer repariert. Das war die Wachfrau. Sie hat ihn mit Klebeband repariert. Nun, erklären Sie mir bitte, wie es möglich sein soll, dass jemand damit einen Mann ersticht, der ein dickes Kostüm trägt, in die Brust. Ha. Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Denken Sie daran, was Sie... Caroline! Ruhe! Ich bin diejenige, die hier aussagt, also hören Sie gefälligst zu. Wie geil sich das jetzt anhört. Man sieht eine Frau, man hört eine Frau. Ist das geil. Sind Sie noch bei Sinnen? Sind Sie sich überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Ach nee, das warst du! Ich war jetzt auch verwirrt, Entschuldigung. Falls der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war, was denn bitte dann? Wie wurde Hammer getötet? Nun, Herr Wright, können Sie sagen, mit welcher Waffe der Mord an Hammer verübt wurde? Das ist ja klar. Würde ich so etwas sagen, wenn ich nicht wüsste, was die Mordwaffe ist? Ich fürchte, mitunter erweist sich Ihrer Zuversicht als unbegründet, Herr Wright. Hm. Nun gut, dann lassen Sie uns diese Mordwaffe sehen. Ja, dann hau mal rein. Das T-Bone Stick. Erschlagen damit. Schlaftabletten. Tja, wo kommt denn aber die Wunde im Brustkorb her? 5 Jahre alt, zeigt einen Unfall mit Jack Hammer zum... Ach, da, überleg doch mal!
Brust draufgefallen. Na? Doch, kann sein, hast recht. Ansonsten, der Van vielleicht die Mordwaffe? War der Zaun nicht an einer Stelle verbogen? Ja, ja, deswegen ja. Das ist ja hier das Foto. Ach nein, jetzt hab ich da. Du bist aber mutig. Ja, sehen Sie sich dieses Foto an. Da. Was ist das? Das ist ja hier verbogen, wo der drauf liegt. Nun, das ist Jack Hammer, der oben auf der Treppe steht. Der getötet wurde. Scheiße. Nein, ich wollte eigentlich nur auf den Zaun rauf. Ruhe, Ruhe! Wenn keine Ruhe eingeht, wird die Verhandlung vertagt. Herr Red, was hat das alles zu bedeuten? Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Global Studios. Dies ist ein Foto von genau diesem Unfall. Kein Sterbenswörtchen davon kam in die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das dann mit dem aktuellen Fall zu tun? Herr Edgeworth? Edgeworth. Sehen Sie es denn immer noch nicht? Sehen Sie den gestürzten Mann auf dem Foto? Ein Zaunfall hat seine Brust durchbohrt. Was? Wollen Sie damit sagen? Jep. Was vor 5 Jahren passiert ist. Ist erneut passiert. Herr Wright, fahren Sie fort. Ja, machen Sie weiter. Es ist 14.30 Uhr am Tag des Mordes. Frau Devatket begegnet Jack Hammer vor dem Wohnwagen Studio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herr Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Genau wie Herr Hammer es selbst vor 5 Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Anders ausgedrückt, das Opfer, Herr Hammer, er ist so gestorben wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat. Damals, vor 5 Jahren. Jep. Genau so war's. Welch eine Ironie, nicht wahr? Haha. Wie einfallsreich, Herr Wright. Ein Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Leugnen Sie, dass meine Darstellung stimmt? Herr Wright. Nur mal angenommen, Hammer wäre tatsächlich bei dem Wohnwagen gestorben. Warum wurde die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des bösen Richters? Behaupten Sie etwa, ich hätte die Leiche bis ins Studio 1 geschleppt? Und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt? Und das alles in 15-minütiger Pause. Wie hätte ich die Leiche wegschaffen sollen? Die Pause des Meetings dauerte 15 Minuten, von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod gestoßen und dann ins Studio 1 schleppen und ihn in sein Kostüm stecken können? Dafür reichte die Zeit nicht. Ja, in der Tat. Nun, Herr Wright, wie hätte sie das mit der Leiche anstellen können? Mit dem Van. Sie fand einen anderen Weg, sie konnte sie nicht bewegen, sie konnte sie bewegen, sie fand einen anderen Weg. Würde ich sagen, oder? Ja, das kommt immer am ehesten. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme hatte, die Leiche zu bewegen? Zum Beispiel... Was das betrifft, musste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Interessant. Dann lassen Sie mal hören. Herr Wright,
Zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Mit dem... Entschuldigung. Was kommt denn jetzt hier? Ich habe ja gerade Popcorn gerichtet. Oder mich wird sich aufgeregt. Nee, ist klar. Zeigen Sie uns... Ah, hier. Oh Gott, Entschuldigung. Na komm, einmal noch reingreifen. Das ist noch warm. Sonst aber alles gut, ne? Also den darf ich jetzt aber auch. Mit Zucker oder mit Salz? Mit Zucker. Oh, lecker. Oh, ich hole dich, Freunde. Das ist mir auch noch nicht vorgekommen. Stimmt. Willst du eine Essenspause einlegen oder was? Nein, geht schon. Frau Wattkett? Sie schaffen die Leiche zu Studio 1. Und Sie benutzen dazu den Studio-Van. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage? Anschließend sollte eine Probe stattfinden. Deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Sam, mich zu fahren. Dort war ein Van, okay? Ich bat Sam, mich zu fahren. Sie benutzten den Van, um die Leiche zu Studio 1 zu schaffen. Doch bevor die anderen dort eintrafen, steckten sie ihn ins Kostüm des Richters. Moment mal, Wright. Vergessen Sie nicht, dass Salmonella den Van gefahren hat. Wollen Sie unterstellen, dass Herr Manella Ihr Komplize war? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, keine Ahnung. Caroline, was sagst du? Ich kenne die letzten zwei Teile nicht. Ich weiß nicht. Ach ja, stimmt. Also stimmt, ja. Ich kann mal dran erinnern, was er gesagt hatte. Ja, und wenn er sie hingefahren hat, muss er sie ja nicht automatisch auch zurückgefahren haben. Naja, erstens das und vor allen Dingen, ich meine, er hat sie ja nur gefahren. Wenn sie ihn hinten reingeladen hat, so ein Van ist ja groß. War es nicht so, dass das die Vasquez ihn die ganze Zeit irgendwie ja quasi unterdrückt hat? War das nicht so? Dass er sie quasi dafür benutzt hat? Also du meinst natürlich war er es nicht. Doch, dass sie ihn als Komplize quasi ja benutzt hat, damit dieses Geheimnis die ausgeplaudert wird. Ich weiß nicht mehr, wer. Natürlich muss Salmonella Mandela ihr Komplize gewesen sein. Die Leiche musste in den Van gebracht und in das Kostüm gesteckt werden. Frau Wattkett hatte das niemals alleine geschafft. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie das Kostüm vom Stil-Samurai loswerden mussten. Das war nötig, denn es war mit Yahamas Blut bedeckt. Wahrscheinlich haben Sie es in der Verbrennungsanlage verbrannt. Nun, Frau Wattkett, soll ich fortfahren? Nicht nötig. Sie sind gewiefter, als Sie aussehen, Herr Wright. Ich habe verloren. Sie haben gewonnen. Hat Spaß gemacht. Was? Geht denn jetzt ab? Noch nicht schlecht. Ich habe... Was? Gewonnen? Was? Was? Hä? Was passiert als nächstes? Hey, lassen Sie die Fragezeichen, Ausrufezeichen. Haben Sie denn gar nichts zu sagen? Was wollen Sie denn von mir hören? Ich habe verloren? Sowas in der Art? Habe ich doch gerade gesagt. Man hört zu. Moment. Sie wollen also sagen, die Wasserkess. Sie waren es also? Sie haben Jack Hammer umgebracht? Sie macht's jetzt spannend. Was? Wer weiß? Hä? Sind Sie sich sicher, dass ich es war, Herr Wright? Wir sind mitten in einem geistigen Kräftemessen.
mit dem Ergebnis, dass sie bewiesen haben, dass ich Helmer getötet haben könnte. Genau. Was für ein Vogel im Hintergrund. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Das auch zu beweisen, ist was ganz anderes. Ihnen fehlt der entscheidende Beweis, Herr Wright. Was? Ruhe! Herr Edgeworth? Edgeworth. Was meinen Sie? Natürlich ist es so, wie die Zeugin sagt. Gewiss ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es war, aber der Beweis fehlt. Edgeworth ist sich nicht sicher. Nun, ich bin heute als Zeugin hier erschienen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werde ich jetzt gehen. Ach, jetzt. Sie waren es, Marquess, sagen Sie nochmal aus, keine weiteren Fragen. Oh nö. Tja, Freunde, und wie das ausgeht, das erfahren wir alle natürlich im nächsten Teil. Ich würde sagen, bis dahin sage ich NRW über 18, adieu. Ich sage Ciao. Und ich sag Servus.